Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane, zum Kapitel 2, der Garten des Grauens. Und erstmal ein dickes Sorry, ich komme zurzeit nicht so viel zum Spielen, liegt am Wetter, hat Vor- und Nachteile, am Wochenende ist man unterwegs, kennt das ja, und in der Woche oder generell schwitzt man sich zu Tode. Also, wenn es irgendwann mit Lotto gewinnen oder YouTube-Karriere klappen sollte, dann brauche ich ein Haus oder irgendwie einen Keller mit Klimaanlage. Das ist echt ätzend. So. Und dann steht ja auch bald noch der Urlaub an. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein kurzes Video machen, so Kanalinfo, und euch auch mitteilen, dass ich wahrscheinlich ein oder zwei Wochen nicht da bin. Ich glaube, wir haben nur eine oder acht, neun Tage Griechenland-Urlaub. Aber ich muss noch mal genau gucken. So, ja. Wir sind hier in diesem netten Dorf. Ne? Schön schaurig hier und ja. It is just as we hoped. Galena's journal says that the survivors were going to try to escape through the sewer tunnels before it was too late. What about Arkady? Any news? Galena said he fought the cultists day and night. They killed his mother, you see, when the city fell. He hated them with all his heart. In the end, he and a few others stayed behind to buy time for the rest to get away. Your son died like a warrior, Leonid. You should be proud. Don't talk like that. We don't know he's dead. He might have escaped just like the others. There's no reason to think any of them got away. Go to the Garden of Ursin. That's where Galena said they were headed. See if anyone made it out alive. Please, I have to know. Arkady, he was all I had left in the world. You understand, don't you? More than you know, Leonid. More than you know. Natürlich schauen wir nach. Gehen wir mal kurz in den Garten, ein paar Blümchen pflücken. Wird doch bestimmt ganz toll werden. Ja, und dann hatte ich vor kurzem noch Blood Bowl im Real Life gespielt. Aber wir sind in so einer Liga und ich habe jetzt den Lucky Loser Pokal abgeräumt. Das heißt, ich bin der schlechteste Blood Bowl Spieler, den ihr kennt. ich bin's, der schlechteste Blood Bowl Spieler. Meine Orks sind zu doof zum Verprügeln. Hey. Da kommen sie auch gleich alle hier. Da staut sich hier gleich die Wut an. Ah! Ziegenmann. Ich bin auch schon überlegen, ob ich vielleicht die Bloodborne-Mannschaft wechsle. Zurzeit habe ich ja, wie gesagt, Orks. Vielleicht nehme ich dann doch mal die Chaos, aber dann müsste ich mir die erst aufbauen, die habe ich noch gar nicht. Aber bei den normalen Chaos hast du halt nur diese Chaos-Ziegen hier. Ich weiß nicht, ob die spielerisch geil sind. Muss ich mir mal durchlesen, aber ich mag so chaotische Teams. Oder vielleicht Goblins. Naja. Ui, die leuchten ja alle. Was geht denn hier ab, ey? Was bist du denn? Warum leuchtest du so komisch? Flaggenträger, okay. Oh, ganz viele. You'll never take me like that. Hit me. Mal raus hier. Es werden immer mehr. Don't toy with me. Just oh, falsche Taste. Na gut, die hat uns aber auch den Arsch gerettet.
Ich wollte eigentlich auf Q drücken. Hatte ich wohl noch keinen Trank und bin... Naja. Glück muss man haben. Und man muss auch erstmal wieder reinkommen. Boah, schon wieder? Das gibt's doch nicht hier. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist lauter geworden. Ich habe das doch mal runtergestellt, oder? Musik, 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 Musik. Option? Effekt, vielleicht mal ein bisschen Sprachlautstärke und Musik. So. Dann brauche ich auch nicht so schreien. Und euch dröhnen nicht so die Ohren. Ja, es ist besser. Es ist besser. Schlachten macht noch weiterhin Spaß, aber. Es ist ein bisschen leiser. Leiser, ja. Man kommt kaum voran, wenn man immer nur so ein, zwei Leute killt. Hier, gleich voll rein. Hier, du kleine Sau, sagst du. Mit deiner verfickten Flagge. Nimm das und Kuh. Heilung. Ich weiß gar nicht, woher dir die Äxte hat, die er da wegschmeißt, aber... Funktioniert's. Da liegt noch was. So. Hauen sie alle gleichzeitig auf mich drauf. Jawohl, kommt her. Ich schnitzel euch weg. Kein Problem. Na, da haut er mich aber. Scheiße, doch, haben wir noch gekriegt. Ihr Ziegenficker. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen, wie diese Viecher entstanden sind. Ja, auf jeden Fall ist die Landschaft ganz voll von denen, also... Die nerven mich. Ich hasse Bogenschützen. Hört ja gar nicht auf hier. Voll hier. Scheiß. Fahnenträger. Der motiviert die doch nur alle. Pusht die. Komm, ich push euch in den Sarg, ihr Schweine. Oder zurück in die Hölle oder in den Warp, wo ihr herkommt. Ich weiß gar nicht, wo das Chaos hier aus der Fantasy-Welt herkommt. Aus dem Warp, glaube ich nicht. Ich liebe diese Attacke.
Aber wir kommen hier echt nicht vorwärts, ne? Oh, da kommen ja ganz viele. Machen wir doch mal das. Du Herold, bleib stehen! Oh, da ist noch einer. Oh, hier ist ganz viel irgendwas. Ja, so lässt sich das auch gut erledigen hier. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Mensch. Ach, hier beim Sonderschlussverkauf, oder? Ah, springen wir gleich in den nächsten. Ach. Ah, lauf da durch die Tanne oder hinter die Tanne. Los, komm. Oh, es hört nicht auf. 2 Meter gehen. Kommt wieder was. Wir gehen aber auf jeden Fall, glaube ich, schon in die richtige Richtung hier, ne? So, da sind schon wieder verstärkte Dämonen. Also die Kombination zwischen der Standardwaffe hier und das Werfen. Haut rein. Oh. Alter, die auch? Sackratte. Bleib stehen. Noch einer. Hey. Bleib stehen, wenn ich dich schlage. So, ich weiß nicht, ob ich das euch schon gesagt habe. Aber mal so ein Special-Tipp, ne? Wenn ihr irgendwas mit schön viel Knobi gegessen habt, macht euch nicht danach ein Cappuccino, das schmeckt nicht. Der Cappuccino schmeckt echt anders. Dadurch. Ich liebe Knoblauch, ich liebe auch Cappuccino. Aber beides zusammen ist jetzt nicht geil. So, dann verstärken wir den nochmal. Auch keine Punkte übrig. Ich will es aber haben, ich will haben, ich will haben. Was? Ich brauche mehr Punkte. Na gut, dann lass uns mal weiter ein paar Leute zermöbeln. Zerkloppen. Ja, ihr könnt kommen. Ihr könnt gerne kommen. Ihr seid nicht so schwer zu verprügeln. Hammer. Ah, kommt ruhig alle her hier. Kommt zu Papa. Kommt her. Was? Schön hauen hier. Könnte von mir aus noch ein bisschen länger gehen. Ah,
Lass doch nicht was fallen, wenn ich dich da so weit wegknöte. Brennt ihr Schweine! Halt! So, dich nehme ich doch auch mit. Also bisher sehr schlauchig hier. Ach, da haben wir schon den Ausgang. Man muss sich einfach nur beschweren. Map war jetzt nicht dabei. Ich glaube, auf der anderen Seite hätten wir auch noch lang gehen können, aber naja. Wo ist denn überhaupt der Garten? Sieht bisher nicht so toll aus hier alles. Nicht so grün, wie ich mir einen Garten vorstelle. Naja gut, ist vielleicht ein Chaosgarten mittlerweile. Wo kommt der? Kommt der? Noch keine Zeit. Nur einzeln töten macht keinen Spaß. Ja, kommt her, alle auf dem Haufen. So läuft's. So ist doch gut. Oh, 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 oh. Meine Maus meldet sich. Ihr seht es gerade nicht, aber sie braucht Stromanski. So. Hammer. Strom ist dran, Maus läuft weiter. Oder sagen wir mal so, wird nicht ausfallen. Oh, hier geht's auch weiter. Oh, ein, zwei Fässerchen. Ich vergesse immer, dass diese Axtwerfe-Geschichte, dass die auch quasi durch den Feind geht und den hinteren auch Schaden zufügt. Das benutze ich viel zu selten. Ich habe es ja erst vor 5 Minuten gesagt, dass die Kombi eigentlich ganz gut ist. Mache ich aber viel zu selten. Halt, stopp! Oh, das war mal eine Festung, glaube ich, links. Da ist auch irgendwas, was wir gleich voll quatschen können. Na? Aha, eine Bärentatze. Ganz viele Tote. Checken wir erstmal die Umgebung oder auch nicht. Komme ich da irgendwie durch? Perfekt. Gorschev was right. Some of his people did make it out. They were here for quite a while until the cultists caught up with them. I'd best look around. Maybe Galena left something behind that I can take back to Leonid. Oh, da war was. Na, ja, ich habe jetzt nicht gemeint. Nein, kein Bloodwash mehr. Achso, die hat jetzt. Ach, da ist ein Zettelchen da gelassen. Oh, ein Hinterhalt. Wie kann das sein? Wo kommen die her? Hört ja gar nicht mehr auf hier. Glaubt, das hat keinen Sinn. Chaos-Hinterhalt überleben. Ach, dann kommt ihr doch her. Kommt doch her. So. Die Straßen von Prag verlassen. Prag mit Doppel-A. Nee, ihr seid mir noch zu wenig. Ihr seid mir noch zu wenig. Jetzt wird's spaßig.
Juhu! Kommt her, ihr kleinen Schweine! Ah, hier geht's nochmal. Wohin? Lauf nicht weg, stell dich, du Ziege. Ja, war ja ein kurzes Intermezzo. You're right, Leonid. Galena and a few others escaped and took refuge in Ursan's garden. It looked like they'd been there for nearly a month before the cultists caught up. Oh no. There were some papers hidden behind the altar stone. A record of their final days, I suppose. Perhaps it will give you the answers you seek. What about Arkady? Was he... No. Katze. There weren't many bodies at all. The cultists must have carried them off. So süß wie du bist, ich mag's nicht, wenn du an meinen Sitz kratzt. I have nothing left now. Red Axe and his monsters have taken everything. My home, my wife, now my son. They owe me a debt of blood. And by Ursan, they will pay it. I will find someone to read the papers for me. Perhaps Arkady is mentioned in them. Thank you. We will speak again soon. Aufgabenbelohnung, ewiger Groll haben wir jetzt auch bekommen. 600 Goldkronen. Was? Dann, bevor wir weitermachen, gucken wir nochmal, was gab's für tolle Sachen hier. Hat sich schlecht. Schaden, maximale Energie. Der hat noch Rüstung, der nicht. Darum lassen wir es mal weg. Die Schuhe sind eindeutig besser. Bringen aber maximale Gesundheit. Und der halt nicht. Aber plus 300. Ein paar zerquetschte Rüstung. Die müssen wir einfach nehmen. Haben auch eine Errungenschaft freigespielt. Ein leuchtendes Beispiel, was immer das bedeuten soll. So, eine Axt mit 472 Schaden. Mhm. Hier maximale Energie, Konstruktion durch Gegenangriff Schaden. Und hier haben wir eine Beutequalität. Ja, ich glaube, dann nehmen wir die da mal raus. Und... ich will nur goldene Sachen. Das gucken wir uns gar nicht an. So viel Zeit haben wir gar nicht. So. Wo war der Typ, wo wir spenden können? Aufheben brauchen wir nicht. Hier. Zack, schnell handeln. Und weg damit. Ja, Rufbelohnung. Puh, kannst behalten. Meister durch. Was denn? Danke für deine großartige Arbeit. Hier hast du eine kleine Belohnung. Ja. Ein Punkt und das Wichtige haben wir jetzt abgegradet. Und wo ist denn Stufe 3? Nee, Todeswunsch. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang gehen. Und dann einmal hier schön rum. Und den Todeswunsch erforschen, weil... ach, das habe ich gar nicht drin. Warte mal, scheiße. Ach, das haben wir noch nicht drin, weil... wir keine Punkte mehr hatten. Wo kann ich... da war es doch der... warte mal. Ingrim des Berges. Ingrim des Berges, okay. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch Punkte ausgeben. Dass wir den hier reinkriegen.
Und zwar haben wir noch 5 Punkte übrig. Ich möchte jetzt das haben. Hier rein damit. Passt sogar. Scheiße, nein. Das war der Amboss, den wollte ich gar nicht. Verdammt. Kurz gucken. Brauchen wir auch Punkte für? Scheißendreck. Dass wir für alles Punkte brauchen. Voll uncool. Können wir die Raserei rausschmeißen? Nein, können wir nicht, oder? Achso, die Raserei kostet uns schon nichts. Ja, Katze, bitte geh. Tja. Schwächen wir unsere Standardattacken dafür? Da habe ich eigentlich keinen Bock zu. Wir könnten auch hier einiges rausschmeißen. Oh, das bringt null. Ein Koch bereitet leckere und nahrhafte Mahlzeiten für dich zu. Die maximale Gesundheit wird erhöht. Kostet nichts, nehmen wir doch. Zack, was haben wir hier noch? Ein Team arbeitet ohne Unterlass, um dein Reichtum zu vermehren. Du erhältst 10% mehr Gold. Nehmen wir auch. Das war mehr... Das schmeißen wir mal raus. Davon machen wir mal wieder die einfache Geschichte. Cool, warte mal, du warst... So wollen wir es machen. Wir haben immer noch 8 Punkte, warte mal. Was habe ich denn gerade rausgeworfen? Eigentlich meine Lieblingsattacke, das war die hier. Die maximale Energie wird um 20 erhöht. Zorn dauert länger. Ach, ist das alles nicht so einfach. Na gut, ich lasse den hier. Dann haben wir 3 Punkte noch übrig. Aber auch nur, weil wir eine passive Fähigkeit rausgeworfen hatten. Kann ich die da reinpacken? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich hätte trotzdem von der nichts. Was bringt die vielleicht? Jeder Treffer hat eine Chance, Energie zu erzeugen. Mhm. Klingt ja auch erstmal nicht verkehrt. Und Zorn dauert noch länger. Was nehmen wir? Kann ich nicht? Weil wir nur 7 haben, ist das scheiße. Hab ich gerade verzählt? Der war doch vorher drin. Ah ja, wir haben ja was Teureres genommen. Dann bleibt das erstmal so. Scheiß der Hund drauf. So, und ich sehe gerade, wir machen doch einen Break. Hätte ich auch alles nur offscreen machen können. Aber dann habt ihr es auch mal gesehen. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge lassen wir uns mal von Godchef, oder wie man den auch aussprechen mag, eine neue Mission geben. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Oh, Lufeisen. Segnung des Glück, bis mein Charakter wieder stirbt. Ciao!